Herr Bucaro, ein knapper Sieg in diesem Verfolgerduell? Absolut, ja. Ich denke, es waren zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Wir waren den Tick besser und ich denke auch, es war ein verdienter 2-2-1 Auswärtserfolg. Wie konnten Sie heute erfolgreich sein? Was war der Schlüssel? Ja, man versucht natürlich, dieses Pressing, was Tiefenbronn generell immer spielt, zu unterbinden mit langen Bällen. Haben vorne natürlich auch selber sehr, sehr gute Stürmer, die Bälle festmachen können, die dementsprechend Aktionen nach vorne auch mit gefährlichen Angriffen, sage ich mal, abschließen können. Und es war die Taktik, die wir hatten, mit langen Bällen auf unsere Sturmspitzen zu agieren, die vorne festzumachen, dann im Konter dann die Chancen zu kreieren und dann auch letztendlich erfolgreich zu sein. Das ist ganz gut, hat ganz gut geklappt. Der Saisonverlauf ist relativ erfolgreich, auch wenn Sie noch nicht an der Spitze sind. Wie bewerten Sie diesen und welchen Anspruch haben Sie an sich selbst? Also ich muss einfach klar sagen, wir haben eine Mannschaft, die das Potenzial hat, vorne in der Spitzengruppe mitzuspielen. Wir haben mit Engelsbrand, Tiefenbronn und auch das, was danach kommt, mit Wildbad, Weiler und so weiter, einige Mannschaften drin, die in diese Spitzengruppe gehört. Und ich denke auch, unter diesen 5, 6 Mannschaften wird letztendlich die Meisterschaft entschieden. Unser Anspruch ist, dass wir bis zum Schluss da mit dabei sind. Der nächste Gegner wartet auf Sie daheim. Das ist dann Neuhausen-Würm. Wir werden Sie versuchen, da erfolgreich zu sein. Ich denke einfach, wir haben eine unheimlich gute Heimbilanz, haben bisher noch kein Gegentor zu Hause bekommen, alle Spiele gewonnen, bis auf das 0-0 gegen den TSV Weiler. Das ist aber nicht der Anspruch und dann gleichzeitig die Selbstverständlichkeit, dass wir das Spiel gegen eine Mannschaft aus der hinteren Tabellenregion auch gewinnen. Das heißt, wir brauchen wieder 100% Leistung, 100% das, was wir abrufen können, müssen wir an die Waagschale werfen und dann werden wir auch erfolgreich sein. Herr Bucaro, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Vielen Dank, ebenfalls alles Gute. Dankeschön.